Willkommen zurück zu Golden Sun. Wir besteigen immer noch den Leuchtturm. Wir klimmen die Spitze des Leuchtturms, so klingt es irgendwie besser. Hier, nächstes kleines Rätsel. Gäbe zwei Lösungen eigentlich, wie wir das lösen könnten. Aber ich benutze eigentlich immer die einfachste Methode. Da ist die Auto nach unten. Was? Was hat jetzt nicht funktioniert? Nein, nicht ver... Was hat jetzt nicht funktioniert? Nochmal versuchen. Ja, jetzt geht's. Da die dritte Säule, die noch oben steht, könnten wir rein theoretisch auf beiden Seiten hinschieben. Würde... Ja, das Endergebnis wäre dasselbe. Aber für was mehr Arbeit? So, zwei Türen. Was gibt's hier? Cooles Rätsel, aber das ist der richtige Weg, deswegen nehmen wir erstmal den anderen. Meine schön. Ey. Das gibt's doch wohl nicht. Ja, ihr habt es vielleicht noch gesehen, eine schöne Statue steht da auf einem Podest. Und die steht da nicht ohne Grund. Nein, nein, nein. Aber dazu gleich. Wenn wir nicht weiter gestört werden. Diesen Kackmistviechern. So. Du auch, brenne. Gut, perfekt. So, eine schöne Statue. Sieht aus, könnte man sie verschieben wegen den Bodenmarkierungen, aber nein. Wir müssen Enthüllung einsetzen und da ist eine Kiste. Da ist eine schöne Orakelrobe drin. Nein. Natürlich für Mia. Sie gibt wieder massenweise Schnelligkeit auf. Das ist scheiße, aber mir egal. So. Wer kann das sonst noch tragen? Alle. Oh, 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 oh. Ja, bitte. Ja, bitte. Cool. Okay, nun den anderen Weg. Weil... Ja, hier war bloß diese Robe. Falls ihr fragt, was da rechts ist, ich habe euch ja erzählt, man könnte zwei Wege gehen. Ja, da würde der andere rausführen quasi. So. Hier wieder ein Rätsel und... Ja, damals habe ich das Rätsel gelöst, ohne überhaupt zu wissen, was man tun muss, so per Zufall. Aber wir können die Statue ansprechen und dann sprechen sie zu uns. Was? Ach so, ich brauche Dings dafür. Geistlaser, hab mir auch schon lange nicht mehr eingesetzt. Geistlaser. Violetter strahlte südöstlich von mir. Ja. Ja, wir könnten jetzt alle Statuen... so. Wir können jetzt alle Statuen ansprechen. Und mit diesen Tipps, die sie uns geben, müsste man, wo welche Statue hinzuschieben ist. Auf eines dieser fünf Felder. Aber tue ich mir jetzt nicht an, weil ich glaube, ich erinnere mich, wo welche Statue stehen muss. Hoffe ich doch. Ja, sonst habe ich einmal mehr Fail. Na, nein. So, du kommst hier unten hin. Jawohl. Dann die blaue. Schieb doch bitte schneller. Isaac, komm schon. Bist doch ein kräftiges Bürchen. Hier hin. Dann Violett. Was hat die rote Statue gesagt? Violett erstrahlt südöstlich von mir. Glaube ich, hat sie gesagt, ja. So. Und du in die Mitte. Und das müsste eigentlich das Tor da rechts öffnen. Tut es, perfekt. Und wieder ein Rätsel gelöst. Ah, nerv uns nicht, Kackvieh. Zack! 100 Schaden von mir ins Gesicht. Und Todesgefahr. Ja. Drei Türen. Die führt nach oben. Autsch. Ja, merkt ihr was? Diese Strahlen kennen wir doch. Haben wir euch schon mal gezeigt. Die könnten wir ausschalten. Quasi, wenn wir nochmal zurück wollten, um zu trainieren oder irgend sowas. Und hier, heilen. Und den PP, Synergiestein benutzen. So. Synergiestein ist verschwunden. Ja, passt schon.
Oh, jetzt kommt diese Stelle. Cool. Cool, cool, cool. Also. Hello Kitty Golem. Ja, wir machen kaum Schaden an den Ding. Oh, oh. Ja, 537 Schaden. Von einem Schlag. So, hast du ihn davon? Ganz schnell Garrett wieder auf die Beine bringen. So, hier. Das sind Wasserfälle. Cool, nicht wahr? Ja, das wird nun unser Hauptspielzeug sein, würde ich jetzt mal sagen. Warum auch immer das Wasser gelb ist. Ne, ihr versteht. Vergesst es. So, überall nachsehen, was es so Tolles gibt, können wir hier... dreiköpfiges Mistvieh. Zack! Oder eigentlich vier Köpfe, weil der Schwanz von dem Vieh ist ja quasi eine Schlange, oder nicht? Glaube ich. Ja, ich glaube. So, kann ich hier durch? Nein, gut, hier gibt's nichts. Habe ich ja verstanden. Ich weiß, dass ich unerwünscht bin. Ich gehe schon. So, auf die rechte Seite rüber. Oh, Kiste. Donnerkrone. Ja, das ist wieder so ein verfluchter Gegenstand. Aber wäre natürlich schon cool. Wäre schon cool, aber nö, will ich nicht haben. Also ich will es schon haben, aber ich will es nicht tragen. Was jetzt schon wieder? Donnerechse. Wenn ihr kleinen Viecher uns doch nur immer nerven könnt. Was gefällt euch? Was? Ist hier was? Nein. Ist hier was? Nein. Ist hier was? Ja. Und zwar der richtige Weg. Oh. What the fuck? Haufenweise Viecher. So, und Eishorn. Ja. Viecher, die sind alle kein Problem mehr, aber ja, sie nerven einfach teilweise ziemlich. Aber es ist noch nicht so schlimm wie... Ja, ich komme schon wieder mit dem Pokémon-Vergleich. Da ist noch viel schlimmer, viel schlimmer. Weil da sind die Zufallsbegegnungen echt kacke. 5 Schritte, zack, neues Monster. Also, ja. Wer Pokémon kennt, der weiß, was ich meine. Hier ist es noch allwegs angenehm. Sterbt, ja, ich wollte schon sagen, sterbt euch jetzt mal. Mein Gott. Ja, ja, gut, wenn du dich ständig erholst. Gut, meinetwegen. Hauen wir ihn eben aufs Maul und zwar mit allem, was wir haben. Kannst du haben. Oder auch nicht. So, wieder kurz Heilung von mir. Dankeschön. Sprungrätsel. Also Rätsel, ja. Du gehst den richtigen Weg oder nicht? Und what the fuck, was ist das für eine Armee hier? Einmal so. Was habe ich sonst noch? Feuerball. Gegen alle. Machen wir so und Eishorn für die rechte Seite noch. Mal sehen, wie will ich downkriege mit dieser Runde. Also den Hello Kitty Golem bestimmt nicht. Ja, ja, ja. Ziemlich gar nichts kriege ich down. Na doch. Ja, wow. Ja, genau das meine ich. Ich habe euch immer gesagt, ich hasse diese Scheißviecher. Diese Felssoldaten. Genau deswegen. Dynamit. Heißt quasi, sie sprengen sich selber in die Luft. Und ihr seht's. Die machen verdammt nochmal viel Schaden. What the hell? Gut. Aber ich bin jetzt da. Was bin ich? Ja, mir ist wichtig, dass alle Erfahrungspunkte kriegen. So. Mundquelle. Und wir sind wieder dabei. Du besiegst diesen hässlichen, dämlichen Felssoldaten. Und gut ist.
Gegen den Golem kommen wir jetzt an ohne Probleme, würde ich sagen. Todesgefahr! Ja, wieder fast 1000 Erfahrungspunkte. Das ist gut. Das ist gut. Wow, das ist auch ein schwieriges Rätsel, nicht wahr? Ein Block und eine Mulde. Zack, Rätsel gelöst. Und funkel, funkel, die Tür ist auf. Hiermit bewegen wir die Plattform, wie ihr seht, um da links weiterzukommen. Und gleichzeitig verschließen wir auch einen Wasserfall und ja, befreien quasi einen anderen. Was uns natürlich wieder neue Wege ermöglicht. Und wieder so ein hässlicher Hello Kitty Golem. Geh weg da. Komm schon, geh weg. Zack. Reicht noch nicht ganz. Zack. Na gut. What the fuck? Hör auf, mir weh zu tun. Hast du nun davon? Wieder so ein hässliches Vieh. Ah, ich mag die nicht. Zack. Und Todesgefahr. Ich glaube, das war Garrett mit dem Level Up. Ja, und jetzt seht ihr, hier ist auf der rechten Seite ein Wasserfall. Eis für uns. Ich gehe dahin noch nachsehen. Da ist nichts gut. Ja, ich kann jetzt durch diese Tür gehen. Cool, nicht wahr? Was tun wir wohl hier? Hinter einer dieser beiden Säulen verbirgt sich eine Tür. Und zwar hier. Perfekt. Dann diese Säule einfach nach links schieben. Wieder nach oben und die nächste Tür ist zum Greifen nah. Ah, nein, hör auf damit. Hoch da jetzt. Na, nein. Nein, wieder solche Mistviecher. Schnell töten, Freunde, schnell töten. Wir dürfen gar nicht auf die Idee kommen, Dynamit einzusetzen. Beziehungsweise Explosion oder Finale. Nein, Shawnee, hör auf mit Pokémon, verdammt. So. Da links waren wir vorhin auch schon, falls ihr euch erinnert. Wo sind wir denn hier? Oh, wieder ein komisches Rätsel. Nichts. Auch eigentlich total simpel. Und passt auf, ich werde jetzt einen Fehler machen. Ja. Nee, das kriege ich hin. Krieg ich doch hin. Ja. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten, ich weiß. Aber wir brauchen bloß einen einzigen Weg richtig zu setzen und das reicht auch schon aus. Ja, ja, beide Wege werden auch gar nicht funktionieren, ich weiß. So. Funkel, funkel. Und öffne dich. Wieder Wasserspaß. Hey. Oh, wieder riesige, hässliche Viecher. Nein, bitte Hitzesturm. Bitte Lichtplasma und bitte Eishorn. Bams. Macht guten Schaden. Das nicht. Das. Naja, auch nicht. Aber du. Ja, einigermaßen. Nein. Ey, das ist so ein unfairer Angriff, echt. Der Getroffene verliert alle KP. Alle! Bis auf eines. Das ist sowas von... Oh, fuck. Das ist sowas von heftig. Segnung und nochmal Heilwasser und allen geht's wieder ziemlich gut. Muss ich... Ja, hier nach oben. Und wieder zwei Türen. Welches ist die richtige? Nein. Lasst mich doch in Ruhe. Ich habe doch gar nichts getan, verdammt. Ja gut, ich habe all eure Artgenossen bisher getötet, aber euch hätte ich jetzt am Leben gelassen, wenn ihr mich nicht attackiert hättet. Aber selber schuld, kann ich nichts für. Los jetzt. Tot und auch tot. Nein, natürlich nicht. Oh je.
Oh je, oh je! Los, mach den kaputt! Danke. Level 28 für Mia, sehr gut. Was haben wir hier drin? Da ist was. Eine Kiste. Drago-Schuppen. Geil. Ja, ganz klar für Isaac. Dann ist die Sturmjacke jetzt nicht sinnlos. Ja, ich muss kurz nachsehen. Fährt KP wieder her. Ja, interessiert mich nicht. Zieh die Sturmjacke an. Was, wofür tauschen? Ach so. Ach so, ja, da. Das tauschen meinetwegen. Ja, sieht gut aus. Aber Leute, ich gehe wieder raus hier. Der Part ist auch schon wieder zu Ende. Einmal mehr. Was ist da? Verdammt, das ist der richtige Weg. Ah, verdammt. Der Part ist zu Ende. Ich wünsche euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.